Hallöchen, ich darf euch endlich wieder mal ein Video zeigen, beziehungsweise ein Video drehen. Ich bin schon fast raus. Es hat sich mal wieder so ein bisschen was überschlagen bei mir, deswegen so im Privaten und überhaupt, ja, kam es jetzt dazu, dass ich keine Videos mehr gedreht und dementsprechend auch nicht hochladen konnte. Also gibt es jetzt hier meinen Lesemonat für den April. Und zwar vorläufig, denn wenn ich hier sitze und das drehe, dann ist noch nicht Ende April und noch nicht ganz April rum. Ich befürchte aber, dass ich kein Buch mehr beenden werde, weil ich noch keins begonnen habe. Und ich hätte jetzt nur noch 3 ganze Tage und ich weiß nicht, wie viel ich zum Lesen komme. Das heißt, ich zeige euch jetzt schon mal meinen Lesemonat. Vielleicht hänge ich hinten dran noch das Buch, das ich dann noch schaffen sollte oder beenden sollte. Das heißt, für euch geht es jetzt einfach los. Ich habe etwas über 3 Bücher zu erzählen. Allerdings starte ich mit Ellie Harris, Der erste, letzte Kuss. Das ist noch ein Rache des Subbuches gewesen. Ich werde euch mal das Video auch da oben verlinken dazu. Ich habe es begonnen und war eigentlich erstmal sehr motiviert und habe mich sehr darüber gefreut, weil ich dachte, es wird sowas, so eine Geschichte Richtung 2 an einem Tag, genau, von David Nichols oder so ein bisschen Richtung, ja, so eine große, tolle Liebesgeschichte wie in Cecilia Ahearns Für immer, vielleicht mein Lieblingsbuch. Und zwar über Molly und Ryan. Aber ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Also Molly und Ryan, die sich wohl schon seit der Schule kennen. Ryan ist der beliebteste Junge. Ein paar Klischees werden da bedient. Und Molly ist dann die unsichere 15-Jährige. Ja, die ganze Geschichte dreht sich um viele, viele Jahre, die die beiden sich kennen oder wieder begegnen. Und es gibt dann noch eine zweite Chance, steht hier auch. Und bis sie dann erfahren, dass jeder ihrer Küsse der letzte sein könnte. So, oben steht 20 Jahre, 2 Menschen, unzählige Glücksmomente und ein letzter Kuss. Klingt, wie gesagt, erstmal für mein romantisches Herz wie geschaffen und gemacht. Aber ich habe tatsächlich 200 Seiten ungefähr gelesen, 210 Seiten. Ich kann euch mal eben zeigen. Das ist schon ungefähr ein Drittel von dem Buch. Ich habe es dann trotzdem abgebrochen. Ja, es sind nicht ganz 600 Seiten, also es ist sogar mehr als ein Drittel. Ich habe es dann abgebrochen, weil wir haben hier immer mal wieder, also wir haben hier immer mal wieder ein Datum, also 5. Januar 2012 mit Uhrzeit 6:11 zum Beispiel. Und es ändert sich dann immer mal wieder. Und zwischendrin steht dann der Kuss, der die Krönung aller Küsse ist. Oder. Der reumütige Kuss. Der hohle Kuss und so weiter und so fort. Und dann steht da nur so ein Minitext darunter. So, und die Zeitangaben, muss ich gestehen, haben mich wahnsinnig gemacht. Ich bin absolut ein Mensch für Rückblenden. Zum Beispiel bei Goldene Zeiten im Gepäck war das ideal gemacht. Es gab einen Strang in der Jetztzeit und einen Strang in der Vergangenheit. Aber beides so ein Stück weit chronologisch. So, gut und schön. Hier war das ein, wir starten hier und da ist Molly. Und die zieht anscheinend gerade um oder aus und sitzt auf gepackten Kisten, kann sich nicht trennen, guckt nochmal einen Film, heult nochmal, hat glaube ich auch eine Katze oder einen Kater. Und dann heißt vorspulen, das heißt in die Vergangenheit. So, und dann heißt wieder zurückspulen und dann war das aber so ein Hin und Her, dass ich nicht mitgekommen bin. Absolut nicht. Ich kann mir Zahlen nicht so gut merken, dass ich das sofort checke, wo ich mich gerade befinde. Abgesehen davon, dass man natürlich auch, der Effekt soll sehr sein und es darf auch sein, so richtig reingeschmissen wird in eine Handlung zum Beispiel. Und damit aber auch nicht, ich zumindest nicht, ich habe nicht verstanden, ich sollte es auf mich beziehen, ich habe nicht verstanden, wo ich mich gerade befinde, wie die beiden zueinander stehen, was die gerade tun, sind die gerade zusammen, sind die getrennt, was auch immer. Meiner Idee nach, kann auch völlig falsch sein. Haben die in der Jugend was miteinander zu tun gehabt, waren vielleicht sogar auch zusammen, waren dann irgendwie auch getrennt und waren dann irgendwie wieder zusammen. Keine Ahnung, ob sie danach dann wieder getrennt, weiß ich nicht. Ich habe es nicht herausgefunden und ich finde es echt schade, weil ja, dieses Buch echt schon lange bei mir lag und ich dachte, das ist ein richtig gutes Buch, auf das ich mich freuen kann, wo ich mich so richtig reinfallen lassen kann. Ja, ich habe dann aber tatsächlich gemerkt, ich habe versucht, es noch weiter und noch weiter zu lesen. Und ich habe aber gemerkt, ich greife nicht dazu und ich möchte es eigentlich nicht lesen. Und ich habe es immer wieder weggelegt und ich habe auch gemerkt, so, es zieht mich nicht. Es ist mir, blöd gesagt, es ist mir egal, was mit den beiden passiert. Und das fand ich sehr schade, aber das ist dann eben manchmal so. Deswegen zieht es jetzt aus. Durch die Rache war ich gezwungen, es zu lesen. Also,
ganz in Ordnung soweit, dass es jetzt eben auch ausziehen darf. Es nimmt viel Platz sonst weg im Regal und das, ja, da darf Platz für ein anderes Buch sein. Das nächste blende ich euch hier ein und zwar von Kim Nina Ocker, Eliza will Fahrrad fahren. Hier dreht es sich um ein junges Mädchen, das ich glaube Mitte 20 ist, Ende des Studiums und diese wiederum heißt Harlow und Harlow ist die Enkeltochter von Eliza. Eliza wäre gern selbst in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gereist. Früher, früher, früher. Dann hätte es aber jetzt wohl Harlow auch nicht gegeben. Harlow nimmt diesen Auftrag an, um eine recht verrückte Bucketlist von ihrer Oma abzuarbeiten. Und das, obwohl sie eine ist, die sich nicht so gern in neue Situationen schmeißt und nicht so gerne was ganz Neues ausprobiert und definitiv nicht so offen und spontan ist, aber es dadurch natürlich auch ein bisschen wird und sich entwickelt. Ich fand die Geschichte schön, da ich sie als E-Book gelesen habe, befürchte ich, dass ich ganz bald gar nichts mehr davon weiß, weil das leider bei E-Books bei mir so ist, dass ich die sehr schnell wieder vergesse. An sich, also so ein paar Feinheiten haben mir gefehlt, damit ich jetzt sagen würde, wow, das Buch hat mich umgehauen. Ja, also es waren schon Aspekte drin, die haben mir sehr gut gefallen. Es waren auch Sachen drin, die haben mich überrascht. Da war ich jetzt nicht, da habe ich nicht so damit gerechnet. Und es war sehr schön daran. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich mir dachte, wow, was für eine tolle neue Geschichte oder wie, auf welche Art und Weise nochmal neu erzählt. Also manche Dinge, die waren, finde ich, mir als Leserin sofort klar, auch wenn das quasi der Hauptprotagonistin nicht klar war, ganzen Teil oder also über die Hälfte des Romans. Und das fand ich irgendwie schade. Das war so ein bisschen, man hat sich an der Nase herumgeführt gefühlt. Und nur weil die beiden Protagonisten das noch nicht geklärt hatten, ja, stand es noch so im Raum und ich weiß nicht. Ja. Oder auch, dass irgendwie eine Begegnung, die mit einer Person, ich weiß nicht, die haben sich, glaube ich, nicht mal 24 Stunden quasi gesehen und diese 24 Stunden auch nicht mal annähernd die Hälfte davon zusammen verbracht. Und dann ist es irgendwie Tage später noch, ach, und ich vermisse sie so und beste Freundin-mäßig. Und ich denke so, der Bezug fehlt mir ein bisschen. Also es hat für mich nicht so ideal gepasst. Aber gut, ich will darüber jetzt gar nicht mich so sehr beschweren. Die Autorin ist meines Wissens auch noch ein Ticken jünger. Das heißt, sie kann sich selbst auch noch entwickeln und ihren Schreibstil. Ich habe keine Ahnung, wie alt dieses Buch ist. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger bei mir gewesen. Auf meinem E-Book-Sub, den ich ja quasi nicht zähle. Allerdings, ja, genau, jetzt ist es auch gelesen. Ich freue mich darüber. Ich habe da sehr spontan dazu gegriffen und kann auch gerade gar nicht mehr so genau sagen, warum. Aber irgendwie war mir nach einem E-Book zwischendurch. Wahrscheinlich, als ich noch Ellie Harris gelesen habe. Vermutlich. Und dann kommt mein momentanes Monatshighlight. Clara Maria Bagus, Die Farbe von Glück. Dieses Buch. Wo fangen wir an? Dieses Buch hat mir meine Mama zu meinem letzten Geburtstag geschenkt. Das ist auch schon ein paar Tage her. Dementsprechend war es jetzt schon ganz gut, dass ich es auch gelesen habe. Ich habe das Buch allerdings schon im Februar, ja, im Februar, als ich wegen meiner Krankheitsphase bei meiner Mama war, habe ich es bei ihr angefangen, weil sie besitzt dieses Buch auch. So, da hatte ich schon mal fast bis Seite 100 gelesen. Dann habe ich irgendwie Wochen dazwischen gehabt und habe andere Sachen gelesen und nicht mehr so richtig daran gedacht und dazu gegriffen. Und gemerkt, je mehr Zeit vergangen ist, desto weniger wollte ich danach greifen, weil ich wusste, ich muss nochmal von vorne anfangen. So, dann habe ich es tatsächlich nochmal zur Hand genommen und habe nochmal von vorne angefangen und habe es nicht bereut. Absolut nicht. Ich liebe den Schreibstil von Clara Maria Bagus. Sie hat für mich so einen wunderschönen Schreibstil. Oft ein Stück poetisch, ein Stück dramatisch, aber jetzt nicht schwer dramatisch, sondern eher leicht, wie sie etwas beschreibt. Eher wunderschön in Worte zu kleiden. Sie versteht Sprache irgendwie nochmal anders und das ist so, 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 so schön. Ich mag das so gerne. Und die Geschichte, die hier dahinter steckt, die ist so gar nicht groß, aber so tief. Und es geht um so wichtige Themen. Und gerade das Thema Schuld ist eigentlich ganz besonders in diesem Buch. Ich lese mal eben noch, was hier drinnen drauf steht. Die großen Themen unseres Lebens, das Streben nach Glück, das Suchen und Finden der Liebe, die Rolle des Zufalls, der Sinn unseres Daseins. Alle sind in diesem weisen, großartigen Roman verdichtet zu einem sprachlich überwältigenden Werk, sagt Markus Lanz. In manchen Büchern liest man eine Wahrheit, die passt gerade so sehr ins eigene Leben, dass sie unmittelbar ins Herz trifft und einem den Atem nimmt. Dieses Buch ist voll von diesen Dingen, sagt
sagt Alexandra Reinwart, und sie hat verdammt nochmal recht damit. Denn ich glaube, man findet überall, an jeder Ecke in diesem Buch etwas. Es ist so schön. Ein weißer, anmutiger Roman. Clara Maria Bagus beherrscht die Kunst des heilenden Erzählens. Auch das stimmt. Und ganz unten stehen noch so ein paar Sätze, und die finde ich, wenn Fragen etwas beschreiben können, dann diese Fragen. Können wir im falschen Leben das Richtige finden? Wie öffnet man sich einem Neuen? Was lässt man zu? In diesem Roman findet jeder seine Farbe von Glück. Es ist, ich weiß gar nicht, es so tief in mir drin, habe ich den Eindruck, es hätte mich völlig zerrissen und es hätte mir so viel genommen und so viel Schmerz zugefügt und gleichzeitig so viel geschenkt und so viel gezeigt und irgendwo eine Tür aufgemacht. Und es sind so, so schöne Worte da drin, die ich mir teilweise auch rausgeschrieben habe, weil ich sie so toll fand. Das ist unfassbar. Es ist wirklich einfach unfassbar. Ein Satz, der sehr viel, meiner Meinung nach, sehr viel Wahres drin hat. Das Leben lässt sich nicht begreifen. Alles, was ich gelernt habe, ist, dass manchmal etwas Schlimmes geschieht, um etwas noch Schlimmeres zu verhindern. Und diese Dimension, die ist, glaube ich, fast niemandem bewusst. Wir beschweren uns oft genug über das, was passiert, über das, was schlimm ist. Vor allem auch, wenn uns etwas Schlimmes geschieht oder wenn wir in der Welt etwas Schlimmes sehen. Und uns ist nicht bewusst, dass vielleicht genau das geschieht, weil es noch das kleinere Übel ist. Wir sind quasi nicht dankbar dafür, dass wir sagen können, okay, das ist etwas, das ist schlimm, aber ich lerne damit umzugehen, ich wachse daran, ich weiß irgendwann, wie ich damit gut umgehen kann, und dann mache ich das Beste daraus. Und also mich lässt dieses Buch absolut staunend dankbar zurück, irgendwo ganz klein, weil ich gelernt habe, wieder darauf zu achten, was ist eigentlich das Wunderschöne, was ich schon erleben durfte in meinem Leben und worauf darf ich mich noch freuen, was vielleicht noch kommt. Das Glück öffnet immer so einen kleinen Spalt die Tür, und wenn wir im richtigen Moment dort durchschlüpfen, dann haben wir es geschafft. Und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen. Ebenso ihr Vorgängerbuch oder zumindest das Buch, das ich kenne von ihr. Das heißt Vom Mann, der den Frühling suchte oder so ähnlich. An mancher Stelle Richtung Ende könnte man meinen, muss es sein. Ist bei mir zumindest aufgetaucht die Frage so, passt das jetzt hier in die Geschichte oder ist das eigentlich zu viel? Und ganz zum Schluss denke ich mir, nee, das war genau richtig. Eigentlich war es ganz genau richtig. Bei jemand anderem, der dieses Buch in einer ähnlichen Weise geschrieben hätte, hätte ich vielleicht gedacht, das ist zu viel. Aber es war genau richtig. Und ich weiß, ich werde jedes weitere ihrer Bücher auf jeden Fall genauestens anschauen und vermutlich auch lesen, denn ich bin ein absoluter Fan von ihr. Sie versteht Sprache anders und sie kann das. Und wer einfach sagt, okay, ich möchte zwar eine schöne Geschichte lesen, die ist nicht nur schön hier. Worum geht's überhaupt? Ich habe noch gar nicht erzählt, worum es eigentlich geht. Der Inhalt. Also, der Inhalt von diesem Buch. Zu Beginn erleben wir ein Ehepaar, Luise und Luis und Jules, keine Ahnung, ich bin mit Namen manchmal so. Aber vielleicht Jules und Luis. Auf jeden Fall ein Ehepaar, das schon mehrere Fehlgeburten und Totgeburten hinter sich hat und sich eigentlich so sehr ein Kind wünscht. Und ich glaube, das ist etwas, was in dieser Welt oft nicht verstanden wird. Wenn sich ein Paar so sehr ein Kind wünscht. Auf jeden Fall passiert dann etwas in der Geburtsnacht ihrer Tochter, dass Jules eigentlich eine Schuld auf sich lädt und auch noch andere damit mit hineinzieht quasi. Und zwar Charlotte, die wiederum sich um einen Jungen, der allein gelassen wurde, nämlich Antoine, kümmert und in diesem Geburtshaus arbeitet. Und wir erfahren dann später auch noch mehr über die andere Familie, die auch noch dort mit reingezogen wird. Und man könnte meinen, das läuft so in eine Richtung, man merkt so, okay, gut, das geht jetzt so ungefähr in diese Richtung. Und dann biegt es aber wieder ab. Und dann biegt es nochmal ab. Und dann kriegt man so einen Hauch von der Ahnung, wie viele Abzweigungen es da gibt und wie fein das Ganze gewoben ist. Und ich fand es einfach total gut.
Ich hätte niemals gedacht, wie viel da drin steckt. Niemals. Niemals in diesem Buch. Zwischen diesen beiden Buchdeckeln auf 350 Seiten. Ich hätte es niemals gedacht. 350 Seiten sind es nicht so wahnsinnig viel. Es passiert inhaltlich wahnsinnig viel, aber es ist so ruhig erzählt, als ob das auch so ein bisschen Fluss des Lebens so dahin plätschert, aber nicht langweilig plätschert, sondern immer mit einer neuen, spannenden Welle. Und ich höre jetzt auf, darüber zu reden. Ja, ich liebe es einfach. Vermutlich vielleicht ein Jahreshighlight, ich liebe es. Auf jeden Fall das Monatshighlight für mich aktuell im April. So, schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr so im April entdeckt habt, ob ihr vielleicht ein besonderes Osterbuch hattet. Ich überlege gerade, was ich an Ostern gelesen habe. Da habe ich gar nicht so viel gelesen, da war so viel los. Genau, das lag auch eben. Ostern war ein bisschen turbulenter und natürlich dann auch der runde Geburtstag meiner Mama und da Vorbereitungen und das Wochenende und überhaupt. Deswegen, ja, bin ich an der Stelle dankbar, dass der April so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Und ich kann nur sagen, wieder um ein paar Geschichten reicher. Nicht viele bisher, aber das macht überhaupt nichts. Und wer aufgepasst hat, weiß auch, da gäbe es ja eigentlich noch ein Buch, das ich lesen sollte im April, von der Rache. Februar, März, April, genau. Die vom Februar, die verlinke ich euch gerne hier oben auch. Habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht schaffe ich es noch. Dann hänge ich das, wie gesagt, hier noch hinten dran. Und ansonsten habe ich auch kein Buch. Nee, stimmt nicht. Das hier, Die Farbe von Glück, war ein Buch von meinen 12 Books in 12 Months. Allerdings das zweite erst und ich hätte schon das vierte lesen sollen. Auch da hänge ich ein bisschen hinterher und bei der ABC-Challenge ebenso. Da habe ich irgendwie auch noch nicht wirklich was gelesen. Wir werden sehen, wie das in diesem Jahr läuft. Ich bin gerade gespannt und glaube noch nicht so richtig dran, aber ich werde mein Bestes geben. Und ja, wünsche euch jetzt natürlich erstmal eine schöne Zeit. Lest viele Bücher und bleibt gesund. Tschüss!